Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und das ist Parvati. Ich habe dir mal die Kampfrüstung gegeben von Spacer Choice. Und ja, dadurch haben wir jetzt minus 5 auf Schleichen, glaube ich. Irgendwas stimmt, stand da mit minus 5 oder gab es doch plus 5 dazu. Wir haben noch Punkte zu verteilen. Dann machen wir das einfach mal. Schleichen, hacken vielleicht nochmal. Ein, zwei über Dialog machen nochmal zwei, damit wir da auf 40 sind. Und dann machen wir nochmal auf Tech. Ach, wir haben noch ein bisschen mehr Punkte. Verteidigung, ja, stecken wir da auch mal was rein. Fernkampf. Boah, das war's. Das waren Fertigkeiten. Anwenden. So, Vorteile. Rüstungswert plus 5. Kritischer Schaden von Begleitern quasi. Waffen- und Rüstungshaltbarkeitsverlust. Das ist natürlich schon mal schön. 25% Schaden, wenn allein unterwegs. Nö. Maximum. Oh, mein Headset. Kleiner Blick. Ah, es ist Grundleben 50%. Händlerpreise mehr XP von Begleitertötungen. Ich weiß gar nicht, wie viel unser Begleiter tötet, aber gegen XP kann man ja nichts einwenden. Nehmen wir das mal. Somit haben wir jetzt auch alles Details und Ruf verteilt. Wir sind noch neutral. Schlecht 0%, gut. Achso, beim Vorstand. Boah, Sekundär, Deserteure. Sind wir freundlich. Und bei dem Rest Spencer Choice annehmbar. Gut. Ich habe ein bisschen Sachen verkauft. Jetzt wollten wir mal so ein bisschen diese Nebenquests machen. Tagebuch, stirb. Kehre zu Ludwig zurück. Genau, und da... Ach, jetzt wird sie auch mal angezeigt. Müssen wir links lang, damit wir die Mission beenden können. Damit wir endlich mal den Schalter hier umlegen können und endlich mal hier verschwinden können aus der Scheißgegend. Plasma-Cutter, genau den haben wir. Aber wir müssen hier wieder... Irgendwie, nachdem ich ein Grafikkartentreiber-Update gemacht habe, habe ich so das Gefühl, dass das Spiel ein bisschen ruckelt. Ach ja, stimmt. Wir verletzen uns ja immer so leicht. Aber wir heilen uns automatisch. Das ist wichtig. So. Bring us honor, Soldier. Du hast etwas von einem Logikmodell gesagt, Modul. So eins habe ich im Geotherm. Ach ja, im Kraftwerk gefunden. Work, genau. You're a credit to your uniform. Oh, that reminds me. Gotta look into getting us a uniform. So this is it then. The key to humanity's victory over the mechanical hordes. I would reward you with the gratitude of the resistance, but I'm guessing you want something tactile. So here's a couple bits for your trouble, and a little something to remember me by. Ja, Gespräch verlassen. Ach, ich habe doch erst gerade Punkte verteilt, verdammt. So, dann. Nächstes Tagebuch-Ding hier nebenbei. Tagebuch sei schon. Ja, doch, das ist das Tagebuch.
Liefere Arzneimittel ab. Ich weiß noch gar nicht mehr, ob ich die Arzneimittel habe. Und einmal auf die Karte. Fehlt mir ein Buch? Hä? Hatten wir nicht alle? Schön, wie diese Viecher sich erschaffen. Da, diese Flugviecher sind ja eklig. Anscheinend müssen wir hier noch ein Buch finden. Hätte ich jetzt nicht mehr so gedacht. Ich dachte, wir hätten alle gehabt. Impfmedia. Liegt hier aber nicht. Ach, jetzt liegt's da. Schiss. Ich wollte eigentlich schon wieder runterspringen, aber... Da habe ich Angst, dass ich mir wieder meinen lieben Knöchel kaputt haue. Aber jetzt können wir hier wieder raus und dann... Mantis Swarm. Klingt ja eklig. Karte. Können wir uns da nicht dahin spawnen? Aber nicht den ganzen Tag Zeit hier. Tja, und ich glaube, ich wette Parvati, ja, ich werde denen hier den Strom entziehen. Any luck finding one of those manuals? Ja, die werden dir bloß nicht mehr helfen, aber heute ist dein Glückstag, Thomas. Ich habe eins von diesen Daten, bla bla. No du gesucht kidding. Hast. Really? Well, which one? Teil 2. Kann ich nicht sagen, ich hab sie alle? Ain't that just ironical? If I'd worked a little longer back at the cannery, I might have found this myself. 2 whole data pads? Be still my beating heart! Noch haben wir den Ruf der Deserteure erhöht, ne? Gleich ist er wieder. Naja. Warte, ich hab noch mehr für dich. Well, don't keep me in suspense! Hier, Band 3. The geothermal plant? Now that is just incredible! You really went exploring down there? Adelaide always told us it was swarming with hostile mechanicals. Ja, kein Problem. That's a complete set. All 3 parts. I'm gonna be the greatest engineer Halcyon's ever seen. Aside from you, Ms. Parvati, I swear, I'll do you proud. I'm glad we could help, Thomas. I've been saving something for you. Just a little contraption I found. Should fit right into your outfit. So, haben wir auch. Was haben wir jetzt noch als bis ins Grab? Oh, diese Geldeintreiber-Geschichte. Und dann Aufgabe bis ins Grab, ja. Dann liefern wir erstmal hier die Arznei ab, wo immer die wir auch abliefern müssen. Ach, wieder dort, verdammt. Ich hoffe, ich habe sie eingesammelt. Was denn, das ist ein Androidentheater? Aber die Mission Stirbrobot hat uns irgendwie 12.000, 13.000. Ach so. Ich wollte das eigentlich weiter verticken, glaube ich, ne?
Hab aber nichts anderes gefunden und es kommt gerade dieses Dialog. You wanna mingle? Go try the cantina. Hab's mir anders überlegt, die Medizin gehört hier. So. Sweet life-given nostrum. The first hit's always the best. Scratch together all the bits I had around the domicile. It ain't as much as you deserve, but it's all I got. So, was? Ich hab dein Leben riskiert, um deins. Was? Ja, ich hab mein Leben riskiert, um deins zu retten. Einschüchtern, stimmt nicht. Du hast ein Geheimnis. Und Geheimnisse gibt es nicht umsonst. Stimmt auch. Ich mag ihn nicht. You'd really sprat me out? For what? A couple extra bits? Here, take it then. Siehste, geht doch. Gut, haben wir das auch. So, jetzt müssen wir nur noch diese scheiß Geldeintreibergeschichte machen. Treibe das Geld von Konrad ein. Ich weiß gar nicht mehr, wer Konrad war. War das der Friseur, der kein Geld hatte? Dann bringen wir ihn einfach um. Ja, das ist genau der. What can I do for you? Überzeugen, Medizin, 10. Du klingst, als hättest du Ahnung von der Materie. Mit Medizin kenne ich mich ja auch ein wenig aus. Kennen wir uns? Ich weiß über Eugen Bescheid. Warum verwendest du seine Zähne nicht als Pfand für deine Grabgebühren? Ja. Aber hier kann man Medizin 10 einsetzen. Das ist doch bestimmt was Tolles. Komm. Oh? Am I in the company of a fellow doctor? Dafür müsste man schon etwas weiter fassen, das stimmt. Du arbeitest also. Was? Du bereitest also Leichen für die Beerdigung vor. Ein ziemlich spezifischer Arbeitsbereich. Ich schätze, du wurdest an einer medizinischen Fakultät ausgebildet. Experience was my teacher. Experience. Aha. And so you want to be an embalmer. Oh, nee. Brochures 1 through 5. Courtesy of the Spacer's Choice Department of Career Development. Ich sammle jetzt nicht nochmal Bücher. Wir fragen nicht weiter. Komm, wir überzeugen ihn einfach. You know about Eugene? How? Ich habe eine Nachricht von Filz entdeckt. Das geht dich nichts an. Das geht dich nicht. Ich kann deine Gedanken lesen. Das geht dich nichts an. You probably heard it from one of our local gossip mongers. Eugene's golden teeth were a family heirloom, representing 3 generations of poor dental hygiene. He took them to his grave. Ja, er wird sie sicher nicht vermissen. That's unthinkable. Eugene's body and all rare earth minerals contained therein are solely the property of Spacer's Choice. I can't ask Silas to dig up a man's body and pry a few teeth loose from his jaw just to pay my bills. Can I? Are you asking rhetorically? Because if you're being serious... Ugh, gross. Desperate measures, Miss Holcomb. Desperate measures. I'm going to have to ask Silas to dig up those teeth. It's the only way I'm paying my gravesite fees. Oh, das ist mir egal. Ich bin nur hier, um deine Schulden einzutreiben. Here you are. Gravesite papers affixed with my signature and an IOU. So, Gesprächs verlassen. Ah, endlich. Endlich sehen wir Land. Also es ist natürlich nicht hässlich hier, aber ich habe irgendwie immer Bock, was Neues zu entdecken. Und wir haben ja quasi, brauche ich nicht zeigen, aber wir haben ja quasi hier die Welt schon so entdeckt. Es gibt bestimmt noch einiges, das wir noch übersehen haben, aber das muss ich jetzt nicht unbedingt suchen. Grave digging's a fine profession. Always work to be had, and nary a word of complaint out of your clients. So, Frage an dich. Wir müssen über Eugen sprechen. Hey, wegen den Gebühren. Okay, müssen wir doch mit ihm quatschen. Ja? What about him? Du zuerst. Ich weiß, dass du ihn beerdigt hast.
Well, yeah. It's what I'm contractually obligated to do. What's this about? Seine Goldzähne. Die könnten was von Wert sein, wenn du sie rausziehst. Yeah. Funny thing. Eugene's body ain't where it's supposed to be. The night we were supposed to commend his body to the Earth, I had his grave all dug up and ready, right? And so I thought, I'll just rest my eyes a bit. When I woke up, his body was gone. Spirited away. Vanished. The footprints nearby suggested that Eugene was stolen by marauders. Or he rose from the dead. Das wird jetzt ein bisschen abgedreht. Lass mal das Thema wechseln. Ich hätte meine Augen auf, ja. Scheiße. Jetzt haben die hier die Leiche geklaut oder was? Ich muss da jetzt echt nicht die Leiche suchen, oder? Ach so. Ich konnte mit ihm noch über was anderes reden. Something I can do for you? Ja, hey, ich wegen den Gebühren. Run into any trouble? Alles erledigt. Papierkram, Gebühren und Unterschriften. Reliable work from a freelancer. That's gonna take some getting used to. So, ich habe mir für dich den Arsch aufgerissen. So. Kann man ihn verpetzen? Ach, brauchen wir aber nicht. I'll buy you a drink sometime. Ich habe eher an harte Währung gedacht. Ja, komm her. Lasst euch bluten, ihr Schweine. Well, suppose you've earned it. One good turn deserves another. Ach komm, jetzt mit der Krankheit bezahlen wir alle. Erzähl mal auf. Was sick with the plague? That's disgusting. I shook hands with the guy. Haha. Er dachte, du wüsstest davon. Genau deshalb hast du doch mich geschickt, um seine Schulden anzutreiben, dachte ich. I needed his fees because of his name. A for Abernathy. He was at the top of my list, you see? So, dann sind wir doch eigentlich endlich hier mit der... Haben wir ein paar Quests abgeschlossen. Verbockt haben wir null noch. Und dann würde ich sagen... Ja, wir können uns ja nur vor eins, wenn wir verbocken halt, ne? Bleibt ja jetzt nicht aus. Aber es kommen hier immer neue Cover vor, ne? Und gut, dass die Leichen nicht wieder respawnen. Jetzt hätten wir hier gleich wieder Action gehabt. Ja. Es tut mir irgendwie leid für die Deserteure, aber... Ich laufe ja nicht mit den Deserteuren rum, sondern mit Parvati. Strom umleiten. Fortsetzen. Edgewater. Ich habe gar nicht so viele Erfahrungspunkte, wie ich gedacht habe. Ruf der Deserteure gesenkt. Ja, kein mit Leben. Ja, überrede die Deserteure zur Rückkehr. Können wir auch noch machen. Was tut man nicht alles für Erfahrungspunkte?
Ah, solltest du nun den Energieregulator aus der Konservenfabrik. Ja, das ist ja eigentlich unser eigentliches Ziel gewesen, ne? Und dann soll man die noch überreden. Ach, ich glaube, mit dem Überreden wird nix. Ob die uns gleich beschießen? Auf jeden Fall, die Wache steht hier nicht mehr. Die ist weg. Oh, die sind da alle. Stimmt, stinkig. Oh, nun. Hehehehe. Ein totes Huhn. Oh, da ist eine Kiste. Ah, wir schicken die erst weg und dann plündern wir sie aus. Wenn nicht, muss ich sie leider töten. Nehmen wir mal den dicken Meinungsverstärker. So, da ist der Energieregulator. Ne, wir schicken die erst weg. So, mit wem muss ich denn sprechen? What happened? Sprat fell into a transformer again? I know. I don't know what you did to talk some sense into Zoe, but I appreciate it. Ach so, ja gut. Bitte sehr. Oder die Chefin war hier drin, ne? Versiegelt. Oh, so ist hier. Home is where the heart is. Marauders took that saying a little too literally. Ja, du wolltest, dass ich den Strom umleite. Jetzt komm mir nicht mit, es so hübsch. Ich habe das nur für dich getan, Parvati. Warum klauen wir jetzt auch alles hier? Wir brauchen das ja nicht mehr. Wir ziehen ja eh bald um. Hallo, ist noch wer hier? Hallo, hallo? Rote Lichter heißen immer, alles ist gut. Ein Terminal. Hacken. Oh. Ersten Eintrag öffnen. Möge das Ewige mein erstes Unterfangen segnen. Es sind 2 Tage vergangen, seit ich das Leben in der Edgewater Konservenfabrik hinter mir gelassen habe. Glücklicherweise sind die alten Botaniklabore immer noch betriebsfähig. Zum Großteil zumindest. Der Boden ist übersäuert. Ich werde tun, was ich kann, aber ich werde einen wirklich starken Dünger brauchen. Ich bin es leid, den Nachgeschmack von Saltuna Tag ein, Tag aus auf meine Zunge zu schmecken. Ich will etwas Frisches. Etwas, das aus der Erde wächst. Letzter Eintrag. Wir haben einen weiteren Arbeiter aus Edgewater gefunden. Jetzt ein Ex-Arbeiter. Die Zahl der Deserteure steigt wohl. Das überrascht mich nicht. Wahnsinnig. Weeds Management-Stil war schon immer eher der eines Diktators. Ich gehe davon aus, dass sie eine Massenabwanderung anbahnt. Jetzt nicht mehr. Wie dem auch sei, der Arbeiter befand sich in einem erbärmlichen Zustand. Fieber, flache Atmung, im Delirium. Er muss von der Seuche erwischt worden sein. Ich habe ihn mit einer Ernährung aus Grünzeug wieder aufgepäppelt. In nur wenigen Wochen ging es ihm wieder gut. Psychisch und spirituell.
Er gehört nun zu unserer Schar. So. Jetzt nicht mehr. Ich weiß nicht, wo die Anführerin ist. Wenn sie nicht hier ist, können wir auf jeden Fall alles klauen. Hm. Wird mich jetzt bestimmt keiner verurteilen, oder? Nun denn, Ah, fuck, da ist er. That's the thing about growing old. Your eyes start to fail. Elsewise, I would have seen you for the snake that you are, chopped you into pieces and roasted you on a spit. This is all you're doing. Cutting off my power, killing off my garden. Without refrigeration, my food will spoil, and my flock will starve. I want to ask you this in private, away from the eyes of my flock, so they do not see me lose my temper. Tell me, why did you do it? Parvati hat's mir gesagt. Wie braucht seine Leute zurück? Es war nichts Persönliches. Adelaide, ich brauche deinen Energieregulator. Ja, es war nichts Persönliches. You killed my garden, destroyed my community, sentenced my flock to a lifetime of slavery in Edgewater for a power regulator. Richtig. Shit, I wish it was personal. Go talk to Grace and Thomas. Look them in the eye and tell them their life here is over and the only thing left to do is go back to Edgewater. This is now your responsibility. Ah, my, ich kann damit leben. Tell Reed Thompson that I will never return to Edgewater. I would rather die among my flowers than live under his management. Ja gut, den Gefallen können wir tun, ne? Also, sei nicht unfindig, komm zurück. Was ist dir zugestoßen? Ist mir eigentlich egal. You offering to cross Reed off, huh? This some sort of twisted reparation for what you've done? Ja. Or you just looking for a chance to sow some chaos? Kill Reed if you must, or talk him into leaving if you can. He and I are not sharing the same four walls together. Oh. Ich werde Hilfe brauchen, um ihn zu überzeugen. Ja, was hast du denn sonst zu bieten für Hilfe? Tell Reed that I can make his people healthy again. I can end their plague. Start a new garden right in the cannery. Three square meals for every man and woman in Edgewater. Tell him how I've made the Vale bloom again. The soil has whispered its secrets to me, and I alone know how to breathe life back into the earth. The secret is human corpses. Oh. I've been grinding them up in my fertilizer for years. Marauder, worker. Don't matter much to me. A human body is rich with nutrients. Hm. Oh, gut. Du glaubst, dass du Reed überzeugen kannst, zurückzukehren, zurückzutreten? I have got a means to cure the plague, and I will not share that cure until Reed leaves town. Those are my terms. Hm. Haben alle irgendwie einen Schaden. So, ich nehme schon mal den Energieregulator, ne? Den brauchst du nicht mehr. Oh, sie ist auch verschwunden? Ne, sie sitzt noch da, scheiße. Mich ja gerade nicht an, ne? Hm? Ich hab nichts gesagt. Was muss ich mich mit dir noch unterhalten? Hey du. Everybody keeps staring at me. It's not my fault the power's dead. Ja, ohne Strom
werdet ihr nicht lange überleben. Du solltest nach Edgewater zurückkehren. I've been thinking about going back. I'm not much use to anybody here. I get sick thinking about working at the cannery. Mir I auch. Can't do that again. Dann arbeite nicht in der Konservenfabrik, du sollst Ingenieur werden, jo. Edgewater ist in Schwierigkeiten. Die brauchen jederhand. Nee, komm, wird Ingenieur. You know something? I think you're right. Fang an zu studieren. The town could use another engineer, and I'm on my way to becoming one. I could do a lot of good in Edgewater. Maybe even keep a garage of my own with a little workbench and my very own toolbox. It's just... Adeline's never gonna forgive me. Not in 100 years. I go crawling back to my old life in Edgewater and... I'm as good as dead to her. Dann lasst Adelaide zurück und Edgewater braucht euch. You know where to find me. Gut, dann verlassen wir das Gespräch. Quatschen wir noch mit der anderen Tussi, die wird mir auch gleich noch was sagen. Was? Wie konntest du nur? Marauders can't see us in the dark. Wild Canids, on the other hand. Tja, hier draußen gibt's nicht mehr für euch. Kehrt nach Edgewater zurück. The matter's been weighing on me. Zoe came back, but I couldn't keep her from slipping out in the first place. Who's to say I could keep Marauders from slipping in? I don't see us lasting more than a couple of weeks out here. I'm loath to admit it. We're gonna have to make our peace with Thompson and hope he takes us back. Listen, we go back to Reed, hat in hand, begging for our old jobs back. Well, Adelaide's not gonna forgive us. She never talked to us again. Das hat Thomas mir auch gesagt. Edgewater's not just a town to Adelaide. It's a symbol of everything that's wrong with this colony. A big, heartless machine of metal and gears grinding workers down to dust. We're the closest thing Adelaide's got to a family. We go back to Edgewater, she's gonna feel betrayed. Ihr solltet nichts überstürzen. Ich werde mit Reed überdrückt. Doch, ja, genau. Sure. Suit yourself. I'll be here. Ist aber schon ein bisschen komisch, dass dann, vielleicht brauchen wir denn, um sowas hier wachsen zu lassen, oder? Bin ja oh. Wer baut denn hier Minen, ihr Idioten? Arschlöcher. Wo klaue ich euer Zeug? Arschkrampen. Hier ist nix, verdammt. War ich nicht irgendwo in der Truhe vorhin? Das ist ein Text. Das ist noch mehr Text, aber die hatten wir, glaube ich, schon mal durchgelesen. Hier ist nichts. Hey, ich habe doch vorhin eine Kiste gesehen. Ach, hier. So, haben wir das auch geklärt. Ja, dann, gehen wir mal jemanden überzeugen. Warum ist denn da... Ich habe doch schon alles, was ich brauche. Beseitige Reed, ja, das habe ich vor. Ich finde das mit Reed eliminieren. Ich mag den nicht, also ich mag sie eigentlich alle nicht, aber so finden wir einen Kompromiss. Und daher, da ganz viele Leute krank sind, die werden wir wahrscheinlich nicht alle retten können. Kannst du bestimmt die Hälfte davon als Dünger verwenden. Dann wird es hier ein bisschen grüner. Und ganz cool wäre es ja beim Spiel eigentlich auch, wenn man nochmal zurückkommt und auch die Entscheidung später sieht, die man getroffen hat. So,
Sowas finde ich nämlich immer ganz toll. So, Pavati. Ich glaube, wir müssen gleich jemanden töten. Eins, zwei. Mehr Leute hast du nicht? Der muss zuerst sterben mit einer Schrotflinte. This is a fine day, friend. Power flows through our town like a cool stream of water. I trust Adelaide's people have seen their way to reason. So, when can I expect them back at their posts? Ich habe Adelaide gesprochen, sie weigert sich zurückzukehren, solange du hier bist. Ich habe deine Botschaft überbracht, aber ich konnte Adelaide davon nicht überzeugen, zurückzukehren. Tja. Then we are at an impasse. Stewardship over this town has been entrusted to me by Spacer's choice. I am not perfect. I have made my share of mistakes, but I have done my best for this town. Tja, vielleicht braucht diese Siedlung eine andere Führung. Deine Stadt ist eine Katastrophe, Reed. Die Bewohner dieser Stadt haben Todesangst vor einer Seuche. Nee, das sagen wir jetzt nicht. I'm a Spacer's Choice Man. My father was a Spacer's Choice Man. Edgewater may not look like much to some buttoned-up freelancer, but it is my home. Ja, Adelaides Anhänger erkranken nicht an einer Seuche. I don't believe you. Plague's a reality of life. Best treatment is a good work ethic. Ja, gute Arbeitsmoral. Am Arsch, ey. Habt ihr schon mal richtiges Gemüse gegessen? The very notion is just grotesque. A raw vegetable? Why don't you just ask me to go chew the bark off of a tree? We are a Spacer's Choice Saltuna cannery. We eat Saltuna here, and only Saltuna. Bleh. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr deswegen krank seid. I don't understand. You say Adelaide's growing her own food, but that should not be possible. The soil's gone sour. Company said as much. Our own botanists couldn't grow decent crops for us. So the company got rid of him and shut down the greenhouse. Oh, jetzt haben wir die Möglichkeit, ihn zu überzeugen. Adelaide hat einen Weg gefunden, Nahrung anzubauen. Sie wird erst zurückkommen, wenn du zurücktrittst. You'll excuse me for being skeptical. How exactly is Adelaide growing crops in barren soil? Lügen. Ich möchte ihn eh töten. Aber müssen wir das... Ach komm. Versuchen wir ihn zu überzeugen oder zu belügen ihn. Reed, ich weiß nur, dass das irgendwas mit extrem komplizierten Mathe-Kram zu tun hat. Und es hat funktioniert. If Adelaide's found a way to feed her people and cure the plague, then she deserves this office more than I do. Wir schaffen es echt friedlich? I won't stand in her way. My life here is ended. Give me a little time to settle my affairs. I'm sure Adelaide will be glad to see the back of me. Das muss hart für dich sein. Was sind deine Pläne? Couple months ago, I might have put in for a transfer. It's a big colony. Spacer's Choice has other towns. Now, I couldn't show my face in any of them. Ach, ist mir doch egal, deine Beweggründe. Ich mag dich nicht. Hau rein. Gut. Haben wir es ganz ohne Killen geschafft. Das war jetzt eigentlich nicht so mein Ziel. Ich habe eigentlich gedacht, wir gehen da hoch, knallen ihn weg und Ende. Aber wir haben es friedlich gelöst. Juhu! So, dann können wir ja wieder porten. Oder auch nicht.
Ups, hab ich nicht. Sieht irgendwie scheiße aus, das Vieh. Ich brauche einen neuen Rechner, glaube ich, ey. Brauche alles immer so lang zum Laden. Look at that. The snakes come back. Ja, ich bin Snake. Snake Plissken. Jo. Wir haben ihn überzeugt, ganz friedlich. I never thought I'd see the day that Reed Thompson abandoned his post. Suppose we all have a breaking point. Suppose it's time our flock made our way back to Edgewater. We must tend to what remains of the town. And carry on with our lives as best we may. Auch wieder 11.000 von der Kette. You're vexing to me, you know? Injuring us with one hand, helping us with the other. Here, I'm giving you something to leave us be. Toll. It's a ransom, you understand, not a reward. Da, will ja kein Honig ins Maul schmieren. Ich habe großes Chaos angerichtet. Ich schätze, ich wollte es nur in Ordnung bringen. This don't put us on even footing, you understand. But it is a start. I might turn that old cannery into a garden. Got ourselves a whole cemetery bursting with bodies. I need some time to gather my personals. Long walk back to Edgewater. Got a considerable burden to carry. Ja. Dann nichts wie weg hier. Ist da auch ein Schnellreisepunkt? Alle Sachen erledigt. Is this your ship? Oh my star, she is just so handsome. Does she have a name yet? What's her drive model? Oh, gosh. Listen to me babbling. When I was in Edgewater, I dreamed of flying on a real ship, working on a real engine, belonging to a proper crew. I'm the only decent mechanic Edgewater's got, but every time I think of going back, I get this sinking feeling. Was? Willst du nicht gehen? Die Menschen in Edgewater brauchen dich. Nee, ich brauch dich auch. Ich kann verstehen, dass du nicht zurück willst. Du warst immer besonders glücklich in Edgewater, würde ich sagen. Well, it's kind of you to say that. And you're right. I wasn't happy. I want to ask you something, and you can say no. But can I come with you? I could tend to your engine. I know my G-valves from my catalyzers, and I can keep your ship singing. And if you ever need a pair of eyes watching your back, I can do that too. What do you think? Tja. Kannst auch gerne nachts in meiner Koje bleiben. Oder mit mir zusammenliegen. Hahaha. Ich nehme dich gerne mit. Such dir eine Kabine aus. Nein, du kommst in meine Kabine. Wir haben noch gerade erst kennengelernt. Warum willst du meinen Wildfremden in Eile reisen? Das ist eine gute Frage. Aber ich will es mir jetzt hier nicht. Ich weiß jetzt nicht, dass ich dich das jetzt auswähle, dann. Was? Ich bin nicht daran interessiert. Parvati, lebe wohl. Das will ich eher zum Vicar sagen als zu ihr. Aber ich würde trotzdem. Ach komm. Yes! I mean, thanks. You won't regret this. Wir nehmen die mit. Punkt. Captain. I can call you Captain now.
I got a captain. Ich habe einen Captain. Gut, und ich würde sagen, wir machen erstmal einen Break. Und nächstes Mal heben wir hier ab. Und mal schauen, wo wir als nächstes hinkommen. Nur ein bisschen. Gut, dann kommentieren, liken, abonnieren nicht vergessen und reingehauen. Ciao.